Der Chef des Flugzeugbauers Boeing war vor 2 Tagen in den USA auf dem Fernsehsender CBS in einem Interview zu sehen. Und dabei zeigte er sich überraschend einsichtig, wenn man das überhaupt so sagen kann. Man gesteht sich mittlerweile Fehler ein. Fehler, die man gemacht hat als Unternehmen, aber auch er als Person bei der Software der 737 MAX, aber auch bei der Kommunikation zwischen Boeing und der Öffentlichkeit oder auch bei der Kommunikation zwischen Boeing und den zuständigen Behörden. Anscheinend, so sieht es zumindest in diesem Interview aus, möchte er als Person zusammen mit seinem Unternehmen jetzt wirklich die volle Verantwortung für die gemachten Fehler übernehmen, möchte offen auf die Leute zugehen, die ihm kritisch gegenüberstehen und möchte all diese Fehler aus der Welt schaffen und eines der sichersten Flugzeuge der Welt präsentieren können. Also, das ist hier ganz klar das Ziel und was da sonst noch gesagt wurde und was es sonst noch an interessanten neuen Infos zu 737 MAX gibt, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also eine Sache nur noch mal kurz vorweg, da das mit den Livestreams in der letzten Woche so gut angekommen ist, wollte ich das auf jeden Fall jetzt häufiger machen. Und deswegen dachte ich mir so einen Samstagabend, das passt ganz gut. Ich sehe auch zu, dass ich vor dem Champions League Finale fertig bin. Aber heute so gegen 19 Uhr, vielleicht ein bisschen später, können wir über das Thema 737 MAX und über MCAS und alles, was uns da sonst noch so einfällt, ganz locker einfach drüber quatschen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend mit dabei seid. Jetzt aber erst einmal ein paar Infos zu diesem Interview. Und zwar auch in diesem Gespräch hat Dennis Muhlenberg, der CEO von Boeing, der hat seine zurückhaltende, verteidigende Art als Chef des Unternehmens, das hat er auch in diesem Interview nicht abgelegt oder nicht verloren. Aber trotzdem wirkte er hier dann doch überraschenderweise deutlich menschlicher, als es in den offiziellen Statements, in den offiziellen Videos von Boeing aus den letzten Wochen der Fall war. Seit Mitte März, also seit mittlerweile fast 3 Monaten, steht die Boeing 737 MAX bei fast 50 verschiedenen Kunden überall auf der Welt am Boden. Die Maschine darf aktuell nicht im Passagierbetrieb eingesetzt werden. Und das wird höchstwahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Die Problematik besteht mittlerweile zwar nicht mehr in der Software des MCAS, in der Software des Maneuvering Characteristics Augmentation System der Boeing 737 MAX, denn dieses Software-Update, das hat man mittlerweile fertig. Und das scheint auch wirklich so zu funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Und es scheint auch sicher zu funktionieren. Davon hat sich der Chef, Dennis Muhlenberg, mittlerweile schon auf mehreren Testflügen ein Bild gemacht. Jetzt hält sich allerdings die zuständige Behörde, die FAA, in der Öffentlichkeit mit klaren Aussagen dann doch ganz schön doll zurück. Heißt, es ist sehr schwer abzuschätzen, wie lange jetzt der zweite große Schritt, und zwar das Thema Rezertifizierung oder Zertifizierung generell dieses Software-Updates, wie lange das jetzt wirklich dauern wird. Spätestens nach unserem ganz tollen neuen deutschen Hauptstadtflughafen wissen wir, wie viele Probleme an einem quasi fertigen Produkt in Anführungszeichen, wie viele Probleme da noch im Zuge der Zertifizierung bzw. im Zuge der Zulassung gefunden werden können. Und das ist bei der 737 MAX natürlich auch ein Thema. Ein Thema, an dem jetzt noch ein großes Fragezeichen dran hängt. Es ist einfach extrem schwer, das jetzt abzuschätzen, wie lange das alles wirklich noch dauern soll. Bei der 737 MAX geht es dann ja auch nicht nur um Software-Updates, sondern es geht vor allem auch um das Thema Training. Wie bekommt man dieses Flugzeug sicher wieder in die Luft mit Leuten, die das auch wirklich fliegen können? Also wie sieht die Schulung von neuen 737 MAX-Piloten aus oder soll es eventuell Nachschulungen für aktuelle 737 MAX-Piloten geben? Das ist bis dahin aber tatsächlich auch noch nicht so wirklich was Neues. Neu ist allerdings eine grobe Zeitangabe des Boeing-Chefs, der nach eigener Aussage die 737 MAX bis Ende des Jahres wieder in der Luft erwartet, eventuell auch früher. Und Ende des Jahres, das ist jetzt natürlich noch eine ganze Weile hin und das hat ziemlich wenig mit irgendwelchen Erwartungen rund um August oder September zu tun, die man sonst mal aufgestellt hatte. Also das ist durchaus eine Veränderung und klar, das ist immer gerne mal schnell dahingesagt, Ende des Jahres, vielleicht auch früher, das kann quasi alles heißen, aber diese Aussage zeigt auch, wie undurchsichtig dieses ganze Thema rund um die Zertifizierung des Flugzeuges ist und wie lange das eventuell mit etwas Pech noch dauern kann. Die von ihm anscheinend angenommene, in Anführungszeichen, schlimmste Situation sieht jetzt also so aus, dass es eine Wiederinbetriebnahme der Boeing 737 MAX, dass das erst Ende des Jahres 2019 stattfinden wird. Ist noch eine ganze Weile hin und wenn man einfach mal ganz kurz darüber nachdenkt, wie viele Flugzeuge vom Typ 737 MAX Boeing in dieser Zeit hätte bauen und ausliefern wollen, dann merkt man auch schnell, dass das wirklich nicht mehr zu unterschätzen ist. Denn was gerne mal außer Acht gelassen wird, weil man sich jetzt einfach gerade in der Gegenwart bewegt und einfach nur die aktuelle Situation anschaut und versucht damit das Ganze zu bewerten, Boeing baut aktuell noch die 737NG neben der 737 MAX. Also beide Versionen des Flugzeuges werden noch produziert. Genauso wie Airbus auch den A320neo, gleichzeitig aber auch noch den A320 mit den klassischen Triebwerken baut. Also klare Sache, aber was dabei schnell außer Acht gelassen wird, ist eben, dass Boeing gar nicht mehr viele 737NG zu produzieren hat.
Da waren jetzt noch knapp 50 Bestellungen für die 737NG bei Boeing offen und ein Großteil dieser Bestellungen fällt auch noch ab auf eine militärische Version der 737, auf eine Maschine für die US Navy. Und das heißt, das sind noch eine Handvoll Flugzeuge vom Typ 737-800 und auch 737-900, die da jetzt noch an Airlines ausgeliefert werden müssen, die für Passagiere gebaut werden. Und dann ist bei Boeing tatsächlich Schluss mit der 737NG. Von da an wollte man nur noch die 737 MAX bauen, ist ja logisch. Und das wäre jetzt eben in den nächsten Wochen irgendwann mal der Fall gewesen. Das kollidiert jetzt natürlich voll und ganz mit der Planung von Boeing, die Produktionsrate der 737 in Renton, also dort, wo das Flugzeug produziert wird, die Produktionsrate dort immer weiter im laufenden Jahr auf etwas mehr als 60 Flugzeuge pro Monat hochzufahren. Das war zumindest Ende letzten Jahres noch die Planung für dieses Boeing-Werk. Bedeutet, man hätte Stück für Stück immer weiter hochgefahren und hätte dann vielleicht 600 bis 650 Flugzeuge vom Typ 737, ein Großteil davon natürlich 737 MAX, die hätte man im Jahr 2019 produzieren wollen. Mittlerweile hat man die Produktionsrate pro Monat auf knapp 40 Flugzeuge runtergefahren. Also man hält sich da natürlich schon deutlich zurück, aber das Flugzeug wird selbstverständlich trotzdem immer weiter gebaut. Das muss ja weiterlaufen und die Maschinen werden dann bei Boeing geparkt. Und neben der ersten für TUI Fly bestimmten oder neben der ersten für Sun Express hier in Deutschland bestimmten 737 MAX stehen da jetzt natürlich auch ganz viele andere wild lackierte Flugzeuge für irgendwelche Fluggesellschaften. Beispielsweise findet man im Internet mittlerweile Bilder von den ersten drei für Ryanair bestimmten Boeing 737 MAX Maschinen. Das sind ja auch noch die besonderen vom Typ 737 MAX 200. Und die stehen da jetzt halb fertig und warten darauf, dass es irgendwann mal weitergeht mit diesem Flugzeug. Das, was wir jetzt eben besprochen haben, also alles mal zusammengewürfelt, bedeutet, dass sich zu den knapp 390 Maschinen, die Boeing ausgeliefert hatte, bis zu dem Zeitpunkt, bis die 737 MAX gegroundet wurde, diese 390 Flugzeuge, die überall bei den Fluggesellschaften verteilt irgendwo am Boden stehen, zu diesen Maschinen gesellen sich jetzt Monat für Monat natürlich immer weitere Flugzeuge und bis Ende des Jahres kommt man da bestimmt bei 400 zusätzlichen Maschinen raus. Das heißt, knapp 800 Flugzeuge in der für Boeing interessantesten Klasse, bei den Standardrundflugzeugen in der sogenannten Volumenklasse, dringend gebrauchte Maschinen, die einfach am Boden stehen. So könnte es dann also tatsächlich Ende des Jahres aussehen, als jetzt quasi in Anführungszeichen schlimmste Version, die der Boeing-Chef jetzt mal so nebenbei quasi angeteasert hat. Ja, laut einem Bericht von Bloomberg kostet dazu jedes einzelne Flugzeug, jede einzelne 737 MAX pro Monat, einfach nur ganz doof gesagt, in der Instandhaltung und Pflege, also für das Parken des Flugzeuges, bezahlt man pro Monat allein knapp $2000. Das ist jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel Geld, aber klar, 400 Flugzeuge in den letzten drei Monaten, weil diese Maschinen stehen ja jetzt schon drei Monate, das kostet knapp $2,4 Millionen. Und das dann jetzt bei 800 Flugzeugen über ein ganzes Jahr gerechnet, wie auch immer, kommt man dann auf entsprechend mehr Geld. Sicherlich nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den ganzen Ausfällen, die durch diese geparkten Flugzeuge entstehen. Aber nichtsdestotrotz zeigt das ja, was das alles für einen Aufwand mit sich bringt. Bei Southwest Airlines beispielsweise, da stiefelt jede Woche ein Techniker zu den entsprechenden Flugzeugen hin, schmeißt die Dinger mal an, lässt die Triebwerke mal ein bisschen laufen, fährt die ganzen Computer an Bord des Flugzeuges hoch, bewegt mal die ganzen Steuerflächen und geht dann zum nächsten Flugzeug. In der Zwischenzeit werden die Dinger die ganze Zeit geputzt, sauber gehalten und dann tauscht man die Betriebsflüssigkeiten durch, damit das nicht anfängt zu gammeln oder sowas, beziehungsweise man holt dann ganz aufwendig diese Betriebsflüssigkeiten aus dem Flugzeug wirklich richtig raus und guckt dann, dass da auch gar nichts mehr drin ist, damit das Teil auch langfristig dort stehen bleiben kann. Also man muss sich ja um diese Flugzeuge kümmern, darauf wollte ich hinaus. Und das ist ja alles erstmal Geld, das bezahlt werden muss, Zeit, die gefunden werden muss und der Aufwand, den das Ganze mit sich bringt bei 400 bis 800 Flugzeugen auf ein ganzes Jahr. Ja, das ist schon ziemlich unübersichtlich geworden mittlerweile. Im Zuge des Interviews kam dann übrigens auch heraus, was der Boeing-Chef Muhlenberg von einem sogenannten Rebranding der 737 MAX hält, so wie es beispielsweise Präsident Trump in einem seiner geistreichen Tweets vorgeschlagen hatte. Selbstverständlich sieht der Boeing-CEO in einem neuen Namen für das Flugzeug nicht die Lösung. Und das finde ich tatsächlich auch sehr nachvollziehbar. Boeing hat natürlich den enormen Vorteil, sich als größter Flugzeugbauer der Welt in den letzten Jahrzehnten ein enormes Ansehen aufgebaut zu haben. Die Amerikaner haben schon wirklich viele gut durchdachte und sehr sichere Flugzeuge in die Luft gebracht. Jetzt die 737 MAX einfach unter neuem Namen, vielleicht als 737 Neo, nein, als irgendwas anderes, ist ja auch völlig egal, das Flugzeug jetzt einfach unter einem neuen Namen in die Luft zu schießen, das macht die Sache wahrscheinlich nicht besser, sondern zieht das Ganze eher ins Lächerliche und das wird wohl kaum eine positive Reaktion bei den Passagieren hervorrufen. Und so oder so ähnlich sieht Boeing-Chef Muhlenberg das höchstwahrscheinlich auch. Und deswegen sagt er, es wird keinen neuen Namen für das Flugzeug geben. Er bezeichnet die ganze Nummer jetzt als Safety Issue. Mit anderen Worten, es geht darum, dieses Flugzeug, die 737 MAX, einfach als sicheres, als wirklich sicheres Flugzeug wieder auf den Markt zu bringen.
ist wahrscheinlich deutlich besser als ein einfach mal eben neu gemachter, simpler Name. Und wenn wir gerade schon mal bei den Passagieren sind, eventuell erinnert ihr euch noch, in einem der vorangegangenen Videos zum Thema 737 MAX haben wir auch mal ganz kurz über die Sicherheitskarten bei Southwest Airlines gesprochen und die Verwirrung, die mit diesen Sicherheitskarten dann kam. Denn aufgrund der Vergleichbarkeit der Flugzeugtypen 737-800 und 737 MAX 8 nutzt die amerikanische Fluggesellschaft für diese beiden Flugzeugtypen die gleichen Sicherheitskarten. Ist ja auch erstmal nicht verwerflich. Da diese ganze Geschichte mit der 737 MAX jetzt aber höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich kein frühzeitiges Ende finden, schon gar nicht nachdem der Boeing-Chef sagt, dass das eventuell bis Ende des Jahres dauern kann. Und aufgrund der ganzen Verwirrung, die bei den Passagieren entstanden ist, da hat Southwest Airlines jetzt einfach mal entschieden, dass die 737 MAX wieder von den Sicherheitskarten gestrichen wird. Das heißt, eine der größten Fluggesellschaften der Welt, größter 737-Betreiber der Welt, die machen jetzt nochmal alle Sicherheitskarten neu, schmeißen das Flugzeug da wieder runter und jetzt gibt es wieder nur 737-800 Sicherheitskarten in den Flugzeugen 737-800. Höchstwahrscheinlich ärgert man sich gerade so ein bisschen darüber, dass man vor knapp 3 Jahren angefangen hat, die 737-800 Sicherheitskarten, auf denen dann wirklich nur die 737-800 drauf stand, die hat man bestimmt weggeschmissen, als die 737 MAX eingeflottet wurde. Tja, jetzt hat man sie nochmal gebraucht. Gut, gleichzeitig, da gibt es so FAQs, da könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist sehr interessant. Gleichzeitig muss sich der Southwest Airlines Kundendienst im Internet natürlich mit sehr, sehr vielen besorgten Passagieren beschäftigen. Denn bei jeder Buchung von Southwest Airlines steht als Flugzeugtyp Boeing 737 daneben, weil die haben eben nur Boeing 737. So, und dadurch entsteht schon mal so ein bisschen Verwirrung. Dann erklärt man den Leuten, dass die 737 MAX nicht gleich 737-700 oder 800 ist. Dann steht man am Flughafen und dann sieht man auch noch die 737-800, die neuen, modernen 737-800, mit den sogenannten Split-Scimitar-Winglets, die erstmal schon so ein bisschen fancy aussehen und dummerweise auch ähnlich sind wie die Winglets der Boeing 737 MAX. Auch das sorgt auch bei vielen anderen Fluggesellschaften, nicht nur bei Southwest, das sorgt bei vielen anderen Fluggesellschaften tatsächlich für ordentlich Verwirrung. Tja, also das ist alles sehr spannend zu beobachten. Es gibt immer wieder was Neues zur 737 MAX. Ich bin sehr gespannt, wie lange das jetzt alles noch weitergehen wird. Und wenn euch das genauso geht, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr heute so gegen kurz nach 19 Uhr mit dabei seid. Vielleicht eine Stunde oder so locker quatschen über die 737 MAX. Dann können wir gerne noch ein paar Fragen beantworten, wie auch immer. Wir schauen einfach mal, was das heute Abend im Livestream wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das hat mir letztes Mal großen Spaß gemacht. Und ich denke mal, wenn das heute wieder so gut läuft, dann können wir das gerne häufiger machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder oder halt eben heute Abend beim zweiten Aeronews Germany Livestream. Bin sehr gespannt und dann, ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.